bei Wer weiß denn sowas? Dietmar Bär im Team mit Bernhard Reuter. Und sie spielen gegen Felix von Jascherow von Elton. Und jetzt geht's los. Danke fürs Einschalten, danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen unseren Gästen. Wir spielen mit Dietmar Bär, der Tatort Köln ist zu Gast. Und wir freuen uns immer sehr, wenn wir Besuch haben aus guten Zeiten, schlechten Zeiten. Felix von Jascherow gibt uns die Ehre. Hallo. Wussten Sie eigentlich, dass, meine Damen und Herren, Bauern Vanilleschoten massieren, damit die ihr volles Vanillearoma entfalten können? Ich habe das Gefühl, Sie wussten es nicht. Ja, das war auch. Nochmal. Hört ihr das auch? Ich höre ein Echo. Hier ist was los heute. Also hier ist ja immer was los, aber heute offensichtlich besonders. Ich bin mir sicher, wenn das so weitergeht, irgendwann fangen die an und singen ein Musical. Ja, vielleicht. Ich bin aber jetzt sehr auf die Publikumsverteilung gespannt. Lasst uns kurz schauen, wie viele Zuschauer sich für welches Team entschieden haben. Hinter Bernhard und Dietmar Bär sitzen 76 Zuschauer. Und hinter Elton und Felix von Jascherow 44. Damit sind wir bereit. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind tierisch-tierisch, damals, Erfindung, das Fragezeichen, Amerika, Straßenverkehr, total genial, Gold und Silber, im Garten, über den Wolken, clever und Gesundheit. Ihr legt los, jede richtige Antwort, 500 Euro, ein Publikumsjoker für jedes Team. Und ihr dürft die erste Kategorie wählen. Wurde schon nicht fahren konnte? Naja, klar. Wir nehmen Straßenverkehr, würden wir mal direkt loslegen. Ja. Aus der Kategorie Straßenverkehr die erste Frage. Verursacht ein Fahrschüler in einer seiner ersten Fahrstunden einen Unfall, dann muss A. die Privathaftpflicht des Fahrschülers zahlen, B. der Geschädigte den Schaden selbst regulieren oder C. die Versicherung der Fahrschule für den Schaden aufkommt. Kann doch nur C sein, oder? Ziemlich klar so, ne? Sonst würde jeder Versicherungsjuristen. Alles andere sollten wir ändern. Sonst müssen wir eine Gesetzeseinlage machen, ja. Eingabe. Also C ist eingeloggt. Erste Frage, erste alter Fahrschüler. Du hättest das ja auch nehmen können. Auch erstes Geld. Grundsätzlich gilt bei Fahrstunden der Fahrlehrer als Fahrzeugführer. Er kann durch die Pedale auf der Beifahrerseite unmittelbar auf das Fahrverhalten des Fahrschülers einwirken. Verursacht nun der Fahrschüler in einer seiner ersten Fahrstunden einen Unfall, bei dem ein fremdes Auto beschädigt wird, muss sich der Fahrlehrer diesen Unfall als eigenes Fehlverhalten zurechnen lassen. Also muss, laut Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, die Kfz-Haftpflichtversicherung der Fahrschule für den entstandenen Schaden aufkommen. Und die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Die Staunummer. Du hast ja schon wieder 600. So, ihr habt gesehen, wie es geht. Die ist doch nichts dabei, ne? Herzlich. Gesundheit. Habe ich echt überlegt. Was sollte laut Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation 25 Löcher pro Quadratzentimeter haben? A. Mundschutz, B. Wasserfilter oder C. Moskitonetz? Also Moskitonetz hat mehr. Davon gehe ich mal aus. So, wenn du so ein Ding vor die Tür hängst. Das ist ja nicht so. Moskitonetz sind ja, glaube ich, die du über das Bett. Bist du jemand, der oft krank wird? Nee, lustigerweise nicht. Zum Glück nicht. Quadratzentimeter. 25 Löcher pro Quadratzentimeter. Ist das alles nicht... Also Mundschutz, ist das eh nicht genormt, so ein Mundschutz? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Das fängt schon wieder sehr, sehr gut an. Also vom Bildlichen her. Bist du für Mundschutz oder was? Nee, ich tendiere dann noch mehr zum Moskitonetz. Ach, auf einmal wieder auf dem Moskitonetz. Ja. Hast du doch am Anfang gesagt, lieber nicht. Moskitonetz. Wasserfilter. Was machen wir? Ja? Ja, komm, hau raus. C. Auf Empfehlung von Felix sagt Elton C. 1 Quadratzentimeter, 25 Löcher. Moskitonetze sind ein verlässlicher Schutz gegen Insekten. Das ist vor allem in den Tropen wichtig, wo die Anopheles-Mücke als Überträgerin der Malaria unterwegs ist. Die Maschenweite des Netzes muss so gewählt werden, dass die Maschen groß genug sind, um die Luft gut zirkulieren zu lassen und gleichzeitig so klein wie möglich, damit keine Mücken durch die Maschen hindurchschlüpfen können. Dafür empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine Maschenweite von 25 Löchern pro Quadratzentimeter. Sehr gut, Felix. Erste richtige Antwort. Die ersten 500 Euro. Nächste Kategorie. Über den Wolken. Mit Straßenverkehr war schon gut, jetzt fliegen wir. Zu Wasser, zu Lande. Und in der Luft. Warum ist der Jetlag bei Flugreisen in Richtung Osten schlimmer als in Richtung Westen? Einmal verlängert sich der Tag. A. Die Flüge dauern in der Regel länger. Oh ja. B. Die Gravitation der Erde ist von Osten nach Westen stärker. Oder C. Es ist leichter, den Tag zu verlängern, als zu verkürzen. Das ja, wenn es etwas ist, was du weißt, dann wäre jetzt die Gelegenheit, ja, aber ich erinnere mich, dass es hieß, wenn ihr ankommt in New York, dann zieht euch so lange durch den Tag, geht nicht schlafen, dann klappt's. Damit der Urlaub nett wird. Zu Hause ist ja bei dem Rückflug war es dann egal. Also. Möchtest du nicht mehr machen, Elton? Möchtest du nach Hause gehen? Die Flüge Richtung Osten sind zumindest auf der Nordhalbkugel kürzer, weil man mit dem Westwind fliegt. Okay. Die Gravitation, der ist das völlig wurscht. Das glaube ich. Die verändert sich von Nord nach Süd, also aber nicht von Ost nach West. Nein, der Apfel fällt immer genauso schnell. Und es ist leichter, den Tag zu verlängern, weil du bleibst einfach länger wach, legst dich hin, fertig, als früher einzuschlafen. Genau. Es kann nur C sein. Wir nehmen C. Captain Hoeker meint C. Ja, du hast ja auch C. Erster Offizier Bär sagt auch C. Ja. C. Erster Offizier Bär. Ja. Herr Kaloy. Ein Jetlag ist bei langen Flügen Richtung Osten immer besonders stark. Der Grund liegt im Biorhythmus des Reisenden. Forschungen haben ergeben, dass die Mehrheit der Menschen einen inneren Tag-Nacht-Rhythmus haben, der eigentlich etwas länger als 24 Stunden ist. Daher fällt es leichter, den Tag mit einem Flug nach Westen zu verlängern. Den Tag per Flug nach Osten zu verkürzen, bringt den Körper dagegen deutlich mehr durcheinander. Richtige Antwort, 500 Euro oben drauf, ihr steht bei 1000. Ja, genau, ja, ja. Total genial. Wer gerade eine Forelle ausgenommen hat, sollte anschließend A. die Raumluft mit kleingeschnittenen Äpfeln und Birnen erfrischen, B. die Finger mit Salz und Zahnpasta waschen, oder C, den Fisch für den Geschmack 2 Stunden an die frische Luft stellen. Trockenfisch. Also, ich glaube mal gehört zu haben, dass wenn man mit Fisch arbeitet, danach irgendwie mit Zahnpasta sich die Hände putzen sollte. Ich glaube das mal gehört zu haben. Also die Raumluft mit kleingeschnittenen Äpfeln und Birnen erfrischen, die mache ich zum Fisch dazu. Die Finger mit Salz und Zahnpasta waschen. Ja, das kann natürlich sein. Die Innereien. Klingt schon am logischsten. Salz nimmst, kannst du eh waschen, auch wegen. Zahnpasta. Wegen Schuppen. Also ich bin auch bei B im Moment. Den Fisch für den Geschmack 2 Stunden an die frische Luft stellen. Nein. Nach einer Stunde schmeckt der. Da wird er sauer. Aber es ist doch keine Problem. Ich glaube B. Wollen wir nicht weiter rum. Wir nehmen B. Also mit Felix an deiner Seite findest du relativ schnell zu einer Entscheidung. Das finde ich schon mal sehr positiv. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ja, oh ja. Muss wohl auch noch richtig sein. Wer gerade eine Forelle ausgenommen hat, wäscht seine Hände anschließend besser nicht nur mit Wasser.
Hilfreicher ist es, die Hände beim Waschen ausgiebig mit einer Mischung aus Zahnpasta und Salz einzureiben. Schleif- und Scheuermittel geben der Zahnpasta eine besondere Reinigungsstärke, während das Salz den fischigen Geruch bindet. Zusammen bilden beide Zutaten eine perfekte Kombination, damit die Hände wieder sauber und wohlriechend werden. So, zweite richtige Antwort. 500 Euro obendrauf. Hier steht auch bei 1000. Ich meine, wir sind mit dem Auto zum Flughafen und mit dem Flieger rüber nach Westen, weil es einfacher ist. Sind wir doch quasi in Amerika, oder? Amerika? Amerika. Please. Please. Warum ist den Bewohnern von Green Bank in den USA die Nutzung von Handy, Funkgerät und WLAN untersagt? So. Warte. Ah. Das klingt jetzt schwierig. Spiel doch nur Elfen vor. Aber wir, ach so. So. Ah, in der Nähe der Stadt. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Oder? Ich hab nicht gesehen. Ich habe nur die Frage vorgelesen gerade. Ja. Und was war? Nichts. Alles gut. Ne? In der Nähe steht das größte Radioteleskop der USA. B, die Stadt betreibt eine Kurklinik für Elektrosmog-Geplagte. Oder C, die Mehrheit der Bevölkerung gehört den Amish an. Was sagst du? Das klingt gleich nach Amish. Das kann nur Amish. Also ich finde, das kann nur C sein. Mit Elektrosmog-Geplagten. Weil das ist ja untersagt. Kennt ja keiner. Das heißt, es muss verboten sein und dann auch nur in dem Ort. Das heißt, außerhalb der Stadtgrenze ist das Radioteleskop ja immer noch. Aber es ist den Bewohnern, das heißt, es wird also von der Kommune untersagt. Genau. Die dürfen sich das also erlauben, weil das eine Amish Town ist. Das kann sein, das kann ich mir gut vorstellen. Und wer hier reinkommt, gibt draußen seinen Colt und sein Handy und sein Funkgerät. Genau, und das ist, die fahren ja noch nicht mal Auto, sondern noch Kutsche. Und deshalb können wir das total gut vorstellen. Und Tablets aus Holz. Und die Stadt betreibt eine Kurklinik für... Richtig. Amish-People, ja. Ja, die machen... Diese schönen Tische, die schönen Möbelstücke machen. Ich weiß. Ich war auch schon mal in Pennsylvania. Sehr spannendes Deutsch noch nicht. Sprechen. Sehr spannendes Deutsch. Ja, ich kenne noch... Der schöne Film mit Harrison Ford. Mhm. Ne? Der einzige Zeuge. Wunderbar. Also ich bin sehr bei... Du bist auch Amish, ne? Ja, ja. Ich glaube, Kai... Ich sehe Funke. Das andere halte ich für eher unwahrscheinlich. Und Elton, hast du eine Idee? Weil das... Ich glaube auch, dass also der USA, aber das größte Radioteleskop, ganz ehrlich, das lässt sich von einem Handy nicht. Das ist, machst du 1,50 höher, da geht keiner mehr ran mit seinem. Das guckt ja nach oben. Da kleben dann auch wahrscheinlich alle diese Geräte dann so dran. Ja, und warum soll die ganze Stadt, wenn, weil eine Kugel nicht. Komm, lass uns C sagen, können wir nachher überlegen. Ja, okay. Ja? Oder es sei denn, du bist für was völlig anderes. Nein, aber die Mehrheit gehört den Amish und die haben durchgesetzt, hier wird es nicht benutzt. Genau. Sag du. C. Ich muss es nur noch wieder... Oh. Wobei ich spüre so eine ganz leichte Überheblichkeit gerade in der Art und Weise, wie ihr euch mit den Fragen beantwortet. Das Einzige war jetzt die Überlegung, dass man eben sagt, kann sich so eine Kommune das rausnehmen? Ja, ich hab das schon verstanden. Weil Kalifornien hat die strengsten Lebensmittelgeschichten. Also hinten ist man auf jeden Fall anderer Meinung. Oh, und zwar Mehrheit. Ein Gebiet der Größe Nordrhein-Westfalens. 34.000 Quadratkilometer mitten in West Virginia. Bereits seit den 1950ern werden hier per Gesetz elektromagnetische Wellen auf ein Minimum reduziert. Jedes Handy, jedes WLAN und jedes Funkgerät würde das größte Radioteleskop der USA bei der Arbeit stören. Mit einem Durchmesser von 100 mal 110 Metern sucht das Green Bank Telescope außerirdische Frequenzen und benötigt dafür bedingungslose Ruhe. Hätte ich nicht. Ich niemals gedacht. Also, Sie hätten es gewusst? Weil Sie schon mal da waren, oder? Nee. Fernsehen? Also, ja, ich gucke kein Fernsehen. Ja. Nee, du bist ja auf der anderen Seite. Du bist der ja auch ständig drin. Keine Zeit. Wirklich. Sitzen ja dauernd. Aber wenn ich die Sendung gesehen habe, dann weiß ich es. Dann weiß ich es. Für das nächste Mal. Ja, es bleibt bei 1000 Euro. Eure nächste Kategorie. Clever. Es geht auch um Bewohner, aber in diesem Falle um Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollten vor der Abreise in den Urlaub sicherheitshalber A. ein Fenster kippen, B. den Türspion abkleben oder C. die Fußmatte hereinholen. Was? Das ist sehr lustig.
Das kann doch Türspion also abkleben? Warum? Also erstmal C. Also von außen kannst du eh nicht reingucken. Also erstmal C, warum? Warum die Fußmatte herein? Oder weiß jeder, ich bin im Urlaub, wo die Fußmatte. Also C wird ich komplett ausschließen. B kann. Aber du kannst doch von außen nicht durch den Türspion reingucken. Du kannst ja nur von drin rausgucken. Und wenn der nette Herr in die Wohnung rein möchte. Du kannst auch reingucken. Wenn du einen Fahrstuhl eingebaut hast. Tja, gibt's vor. Ja. Nee, man kann auch, Fenster man kann kippen. Auch rein. Man sagt ja auch, ne, wenn man in Urlaub fährt, soll man irgendwie mal ein Licht anmachen oder sonst was, damit die Leute denken, da ist jemand zu Hause. Macht man das auch mit dem Fenster? Sicherheitshalber, was, es kann ja sein, dass... Geht das... Mutti, wir sind im Urlaub, klapp mal Fenster an. Nein, es kann ja sein, wenn irgendwas in der Wohnung ist, zum Beispiel. Keine Ahnung. Die Katze. Katze vergessen. Oder auch, was weiß ich, hier Waschmaschine geht auf einmal Wasser. Wir sind zwei Wochen weg, die Katze ist zu Hause. Ein Glück haben wir das Fenster gekippt. Ja, dann hat die Sauerstoff. Dass du, wenn du in die Wohnung musst, damit du nicht irgendwie das Fenster einschlagen musst oder eine Tür eintreten musst, kannst. Dass du die, also bei so alten Fenstern, dass du da vielleicht irgendwie das so dann in die Wohnung kommen kannst. Also B, nein. Ja, komm. Wir nehmen A. Was anderes? Nein, nein, nein. Ernsthaft? Was hättet ihr denn genommen? B, okay. C, hier will man C nehmen. Wir halten uns raus. Wir haben die Lösung. Die Wohnung vor neugierigen Blicken zu schützen, mag vielleicht sinnvoll wirken. Über Tage verschlossene Rollläden zeigen aber deutlich, dass hier jemand nicht zu Hause ist. Einen ähnlichen Effekt kann die Fußmatte haben. Reinigungsdienste räumen sie beim Wischen des Treppenhauses zur Seite und lassen sie dort dann meist stehen. Ein für längere Zeit so platzierter Abtreter dient Einbrechern als Indiz für Abwesenheit. Daher gilt, vorm Urlaub die Fußmatte reinholen. Alltagstipp. Das habe ich noch nie gehört. Ja, du musst mal wieder Kehrdienst machen. Ja. So, aber Felix, aber Felix, wir stellen ja halt keine Fragen zu Themen, die jeder kennt. Das ist ja so ein bisschen der... Das habe ich jetzt auch verstanden. Es bleibt bei 1000 Euro. Weiter geht's. Was sollen wir nehmen? Ihr sucht ihr was aus? Wir nehmen im Garten, das wissen die. Was ist denn das für ein scheiß Tipp? Was willst du denn jetzt? Wenn ich die Fußmatte reinnehme, sieht der doch auch Adas gar keine. Wieso, der weiß doch gar nicht, ob du eine Fußmatte hast. Ja, entschuldige bitte, der guckt hat doch nicht jeder eine Fußmatte. Kannst du ja das gekippte Fenster so stellen. Ja, ich meine, der Garten ist gut, die haben wir im Garten. Im Yachten. Im Yachten. Wir nehmen im Yachten, liebe Jungs. Im Garten. Warum sind Glühwürmchen bei Gärtnern gern gesehene Gäste? A. Ihre Larven fressen Schnecken. B. Sie bestäuben Blüten. Oder C. Ihre Eier halten Wühlmäuse fern. Tja. Ja. Ja. Also, ihre Larven... Geh schon mal ins Publikum, ne? Ja, ja, mach dich schon mal in die Richtung. Ihre Larven fressen Schnecken. Ganz ehrlich. Meinst du? Ja, das wären dann solche Biester. Also ich weiß, dass zum Beispiel Libellenlarven, die unter Wasser leben, dann ein paar Jahre, die gehen auch an Fischchen ran. Aber Ach, ja. Libellenlarven sind echte Monster. Erzähl ihm sowas nicht, das fragen wir vielleicht irgendwann mal. Das hat er doch damit einen vergessen. Nein, es gibt Sachen, die vergesse ich nicht. Schreib dir das auf. Ich würde mich totlachen, wenn das... Sie bestäuben Blüten. Naja, warum nicht? Ich meine, das sind Flugtiere. Wovon ernähren die sich denn? Wenn die sich von... Blumen werden ja nicht nur von Bienen bestäubt. Ja, ja, okay. Sondern auch von Fliegen zum Beispiel. Aber ihre Eier halten... Aber die Frage ist, ob Glühwürmchen... Das finde ich spannend, weil ich kann mir vorstellen... Ihre Eier halten Wühlmäuse fern? Kann natürlich sein, die halten die Wühlmäuse fern, deshalb haben die nichts zu essen und wollen dann Schnecken. Weil sie Hunger haben als Larven. Also, aber wir geben das in den Kleingartenverein. Wir geben das in den Kleingartenverein. Hinter uns. Noch nie gehört. Jetzt aber hier.
So, Leute. Sind denn die Gartenexperten? Glühwürmchen, Glühwürmchen, Glühwürmchen. Boah. Das scheint dann aber wirklich schwer zu sein. Ich habe eigentlich auch. So. Da ist jemand hier von uns aus der Fußmattenabteilung. Ja, ja. Okay. Der kannte sich mit Fußmatten aus. Peter aus? Peter? Kronshagen bei Kiel. So, ihr habt Glühwürmchen im Garten, oder? Leider nein, die finde ich sehr schön. Und ich habe auch keine hundertprozentige Idee, aber da keiner aufgestanden ist, dachte ich, ich muss es tun. Sehr gut, perfekt. Wir sind auch nicht aufgestanden. Ich bin bei euch. Larven von den Glühwürmchen müssen sehr, sehr klein sein. Deswegen glaube ich nicht, dass sie Schnecken fressen. Die Eier müssten auch sehr, sehr klein sein, dass sie halt Wühlmäuse vertreiben können. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass es richtig ist, dass es auch nachts Blüten gibt, die geöffnet sind, dass damit den Glühwürmchen nachts die Blüten bestäuben. Ja, jetzt bin ich sicher, ne? Ich sag schon mal, sorry im Vorwege. Ja, gut, aber ich meine, das muss ja weitergehen. Ich meine, hast ja erstmal hier die Verantwortung übernommen. Ist gut, oder? Alles klar, ist gut, Peter, super, dann zeigen wir doch hier mal, was es mit den Glühwürmchen auf sich hat. In lauen Sommernächten kann man zahlreiche Glühwürmchen entlang von Waldrändern oder Gebüschsäumen erblicken. Während dieser Zeit sind die Tiere fast ausschließlich mit der Fortpflanzung beschäftigt und nehmen kaum Nahrung zu sich. Ihre Larven dagegen sind gern gesehene Gäste aller Gärtner, denn sie verspeisen während ihres dreijährigen Lebens in erster Linie Gehäuse und Nacktschnecken. Ihr Biss ist für die Schnecken giftig, die dann innerhalb eines Tages verspeist werden. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer weiß denn sowas? Trotzdem, ja, Daumen drücken! Vielleicht klappt's ja mit der. mal gucken, ob es noch was zum Anlegen gibt. Es bleibt bei 1000 Euro. Alles gut. Was sind wir denn jetzt? Ich habe gestern Alien gesehen, aber das war schlimmer. Ja, das war nicht schön. Tierisch. Vielleicht haben wir auch ein Publikum irgendwas. Geschichte will ich nicht so, Erfindung ist auch so schwierig. Lass uns tierisch. Ja, tierisch. Wenn wir schon mal bei Tieren sind. Kommt auf jeden Fall nichts mit Glühwürmchen. Wer weiß. Woran lässt sich in der Regel erkennen, ob ein Tier ein Raubtier oder ein Beutetier ist? A. An der Pupillenform, B. Am Abstand der Nasenlöcher oder C. An der Proportion der Vorderbeine zu den Hinterbeinen? Auge ist nicht dabei. Also. Tja. So. Was hast du gesagt, ist nicht dabei? Augen, ob das Fluchttiere sind oder. Also Jagdtiere haben Augen vorne und Fluchttiere haben die an der Seite. Ach so. Aber ist hier nicht. Oh. Nix mit Augen dabei. Die Schnecke zum Beispiel. Ja, die Schnecke. Also, vor. Die Schnecke. Am Abstand der Nasenlöcher. Nee. Nee, das kann ich mir auch nicht. Das kann ich mir auch nicht. So. An der Pupillenform. Nee, das glaube ich aber auch nicht, die Pupillenform. Selbst bei einer Katze, die kann eckige Pupillen haben, aber auch, also eine Raubkatze kann eckige Pupillen, also, aber auch hier die Rehe oder so, die haben glaube ich auch eckige, nicht wirklich runde Pupillen. Also, da kann es ja nur C sein, an den Proportionen der Vorderbeine zu den Hinterbeinen. Wir haben ja auch noch das Publikum, ne? Ja, ihr habt doch noch einen Publikumsjoker. Vielleicht haben wir ja einen Zoologen. Haben wir zufällig einen Zoologen da hinten? Nee, das werde ich fragen. Aber im Prinzip kann das doch nur. Aber wie sind denn die. Was heißt Proportion? Länger, kürzer? Kräftig, länger, kurz. Euer Publikum lag ja bei der letzten Frage auch schon gut. Komm, lass uns Publikum nehmen. Ich höre so ein Murmeln. Nein. Ja, die sind alle auf der Flucht. Vor dem. Ein Lobby. Du bist der oder? Chef. Wir nehmen C. Das kann ich nicht. Woran kann man Fluchttiere, also Raubtiere und Beutetiere, unterscheiden? In der Regel. Wissenschaftler der britischen Durham University untersuchten über 200 Tierarten. Darunter Huftiere, Reptilien, Hunde und Katzen. Ergebnis? Viele Raubtiere, besonders kleine Räuber, haben vertikale Pupillen. Denn damit lassen sich Entfernungen gut abschätzen, wenn sie ihrer Beute auflauern. Horizontale Pupillen fanden die Wissenschaftler hingegen vermehrt bei Beutetieren. Diese ermöglichen ihnen einen panoramaartigen Rundblick. So lässt sich schneller ausmachen, wo ein möglicher Angreifer lauert. Schade. Es bleibt bei 1000 Euro.
Wir haben noch vier Kategorien. Damals Erfindung, Fragezeichen und Gold und Silber. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Aber spannend finde ich es. Finde ich schön. Schöne Gold und der Silber. Der Berner kennt die Fragen auch nicht vorher. Nein, nein, aber wir finden Gold und Silber hübsch. Mhm. Ja, auch das erste Mal im Angebot hier bei uns. Warum wird bei der Herstellung von Spiegeln Silber verwendet? A. Es war früher das billigste Metall und überall reichlich verfügbar. B. Es reflektiert Licht zu 95,5%. Oder C. Es ist härter als Glas und schützt es dadurch vor Bruch. Kann ich nur. Es kann nur. Aber das ist jetzt albern, weil das war eben totaler Unsinn. Okay, machen wir das mal ganz mal langsam und konzentriert. Ja. Also, es war früher das billigste Metall und überall reichlich verfügbar. Kann nicht sein. Das Bronze wäre es doch gewesen, oder? Das ist ja noch billiger. Ja, Kupfer. Überall reichlich verfügbar. Hm. Nee, das ist. Also, das kann ich mir. Kann natürlich sein, B aber. Ist natürlich, warum heute noch? Ja, so. Das leuchtet ja sofort ein, ne? B, ja. Weil das ist das Entscheidende bei Licht. Das muss bei Spiegeln, das muss reflektieren. Aber es ist härter als Glas und schützt es dadurch durch Bohre. Es muss ja trotzdem eine Beschichtung auf das Glas. Das ist so dünn, das Silber, das ist das Glas. Das Glas ist da, um das Silber zu schützen. Ich bin bei B. Aber ich möchte nicht sicher sein, weil sonst sagt der Kai wieder, oh, ich spüre eine gewisse Überheblichkeit. Aber ich habe nur. Es ist nein, auch, jetzt es setzt ist ihr euch ja ernsthaft mit der Frage und den Antworten auseinander. Ja. Härter als Glas, ist es härter als, ist es wirklich härter als Silber Glas? Härter als Glas? Das ist doch auch Quatsch, nein, oder? Das glaube ich nicht. Hä, was machen wir? Silber ist sehr, eigentlich ein sehr weiches. Sehr weiches Material, ne? Also es leuchtet eigentlich, Wortwitz, leuchtet ein, dass es das reflektierte, dass das Licht reflektiert, oder? Zu 95. Ja, weil es war nicht billig und das schützt sich. Dann aber ihr traut euch nicht, oder was? Nee, wir wollen es nicht überstürzen. Nein, wir wollen auch mal einen Moment nachdenken. B nehmen? Ich glaube, also Bernhard, ich fände B ganz gut. Ja, sollen wir B nehmen? Dann lass uns doch mal A und C ausschließen. Also, wir nehmen B. Auch heute soll ja die Tagesschau wieder pünktlich um 20 Uhr beginnen. Um einen einfachen Spiegel herzustellen, wird herkömmliches Glas verwendet. Die Scheibe wird auf die richtige Größe geschnitten, gereinigt und poliert. Anschließend trägt man eine hauchdünne Schicht aus Silber auf. Früher spiegelten sich die Menschen noch in Kupfer oder Bronze, doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich Silber durchgesetzt. Denn im Vergleich zu allen anderen Metallen hat es den Vorteil, dass es das Licht zu 95,5% reflektiert. Die richtige Antwort kaufen 500 Euro auf eurem Konto. Fragezeichen. H0H0H0 ist A. die kanadische Postleitzahl des Weihnachtsmanns, B. das härteste Element im Periodensystem oder C. der Name einer neu entdeckten Schmetterlingsart. Boah. Hätte ich früher aufgepasst. Oha. Also A, nein. Das härteste Element im Periodensystem. Das härteste Element im Periodensystem? Was ist denn das härteste Element? Diamant, also, was gibt's noch? Auch nicht. Das ist C. Guck mal, da fliegt ein Ho-Oh-Ho. Publikum. Du willst schon, also, pass auf, kanadische Postleitzahl des du Weihnachtsmanns. Du willst schon das Publikum nehmen? Die kanadische Postleitzahl des Weihnachtsmanns. Nein. Vielleicht also, ja doch. Vielleicht sollen die Kinder ja schreiben. Ho-Ho-Ho. Also, erstmal kommt der Weihnachtsmann aus Finnland oben, in Lappland, nicht aus Kanada. So. Das härteste Element im Periodensystem, das heißt, ist das der Name des Elements? Also großes nein, H? Ja. Was? H, groß die Elemente H. haben doch, wenn überhaupt, nur. Also bestehen nur aus einem. Also H2O. H2O ist ja noch nicht mal ein Element. Das ist ja nein, schon das ist eine das Zusammensetzung. Steht aber so im also, Periodensystem. H2O steht im Periodensystem? Ja. O2 steht auch im Periodensystem. Nee, da steht H und da steht O.
Da steht nicht H2O. Haltet euch mal raus aus der Sache jetzt, ja? Also glaube ich auch nicht, dass das ein Element im Periodensystem ist. Das kann nur der blöde Schmetterling sein. Ich habe aber keine Ahnung, warum der heißt. Auch so. Oho. Könnt meine Frau fragen, die hat Schiss vor Schmetterlingen. Ja? Das ist, sage ich mal, eine seltene Angst. Ja. Das ist ja eine Phobie. Quasi. Was passiert, wenn ein Schmetterling... Sie rennt weg. Ja? Schreiend? Ja, auch das. Also wo andere Angst vor Spinnen haben, hat sie Angst vor Schmetterlingen? Ja. Gibt es da einen Grund für? Nee. Die war von einem Schmetterling gebissen worden? Also, aber wenn, dann muss es ein ganz großer gewesen sein. Denke, naja, es gibt, ich sag mal so, ich weiß jetzt, dass es Glühwürmchen gibt, die fressen ganze Schnecken auf. Also, zurück. Habe ich im Fernsehen gesehen. Aber, es kann natürlich was Bernhard, Lustiges sein. Ho, aber Bernhard, wenn du Verfolgungsangst hast und dann kommt so ein Pfauenauge. Macht das nicht für manche Kinder, dass sie an den Weihnachtsmarkt sehe ich früh genug, ich habe schräge Schlitze in den Pupillen. Macht ihr so. Ausgleichszahl. Und er ist weg. Ja. Macht ihr selber oder fragt ihr das Publikum? Sind. Ja, das war ja Ausgleichszahl des Weihnachtsmanns. H-O-H, ho-ho-ho. Also, wir nehmen C. C, der Schmetterling soll es sein. Bei uns darf sich jeder wünschen, was er will. Streng genommen würde diese Postleitzahl in Kanada einer ländlichen Region bei Montreal zugeordnet. Tatsächlich stellt dieser Code allerdings eine Ausnahme vom üblichen System dar und ist eine Anspielung auf den traditionellen nordamerikanischen Ausruf des Weihnachtsmanns Ho Ho Ho! Und so ist H0H0H0 in Kanada die Postleitzahl, an die seit 1982 Briefe für Santa Claus adressiert werden können. Erfindung kommt nach irgendwas Schräges. Ne? Erfindung kann. Daniel Düsen. Es bleibt bei 1000 Euro. Wir haben noch zwei Kategorien. Das war nicht ehrlich gemeint. Nein, die meinten, weil es nur noch zwei Kategorien gab. Ja, deswegen, darauf bezog ich mich. Weil es gleich vorbei ist. Gleich vorbei, ja. Ihr dürft noch mal wählen. Damals es ist noch lange nicht vorbei. Also diese, ganz vorsichtig. Es ist. Damals? Damals. 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 Wofür wurde am 24. August 1617 in Weimar die fruchtbringende Gesellschaft gegründet? A. Zur Erhöhung der Geburtenrate in ländlichen Gebieten. B. Zur Verbreitung der Kartoffel im Deutschen Reich. Oder C. Zum Erhalt und zur Förderung der deutschen Sprache. C. Kartoffel war später. Das war C. Das war später. Das habe ich jetzt vor ganz kurzem noch gelesen. Echt? Hallo. Ja, ich bleibe bei C, egal was Sie sagen. Ich bleibe bei C. Das habe ich jetzt. Oh, nicht so schnell. Wir müssen doch noch nachdenken. Ja. Wir müssen doch erstmal überlegen, Bernhard. Auch ein Applaus vor dem Einloggen ist eine Hilfe. Aber wie ist denn das passiert? Wie hast du den magischen... Ich habe das vor kurzem... Also ich gucke kein Fernsehen, ich höre Radio. Ja, die haben die schöneren Gesichter. Wer hört denn sowas? Und da wurde das irgendwo, ging das irgendwie, und das wurde nämlich dann später... Überleg doch noch mal, wo es war, Bernhard. Ja, doch, ich glaube, es war im Radio. Fruchtbringende Gesellschaft. Doch, das war Sprache. Die fruchtbringende Gesellschaft wurde 1617 von Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen in Weimar gegründet. Die Vereinigung höfischer und politischer Vertreter strebte an, dass man die hochdeutsche Sprache in ihrem rechten Wesen und Stande aufs Möglichste und tunlichst erhalte. Vor allem die Dichtkunst in Landessprache anstatt Latein oder Französisch sollte gefördert werden. Sinnbildlich hierfür wurde die Kokospalme als Inbegriff für alles Nützliche gewählt. Die Gesellschaft gilt somit als die erste deutsche Sprachakademie. Man muss sich nicht schämen, wenn man was weiß. Hier steht bei 2000 Euro. So, und eine letzte Frage haben wir noch aus der Kategorie Erfindung. Wie schützen einige Hersteller ihre Weine gegen Fälschungen? A. Mit Hilfe von Spezialglas, das Licht in Crystal Circles bricht. B. Mit einer Art individuellem Fingerabdruck, dem Bubble Code. Oder C. Durch Zugabe des einzigartigen Farbstoffs Red Passion. So, das Schöne ist, ich glaube, wir müssen das gar nicht beantworten.
Boah, ey, das ist aber auch schon wieder. Also, warum ein Farbstoff Red Passion? Nee. Ich glaube. So, mit einer Art individuellen Fingerabdruck, dem Bubble Code. Ich wäre für A, weil das ist, kann sein, dass das Licht gebrochen wird und es ist dann. Ich bin für B. Du bist für B? Weil ich glaube, irgendwann mal gehört zu haben, dass ein Wein mit irgendeinem Fingerabdruck. Okay, dann fragen wir das Publikum, geschützt oder? Wird. Ja. Bitte. Ein Bubble Code. Steht auf, ihr Weintrinker. Warum denn Bubble Code? Das macht mich Bubble. Warum? Also Blasen. Ja. Hallo da. Hallo. Wie heißt du? Tine. Tine, du bist eher Wein- oder Biertrinkerin? Eher Weintrinker. Mhm. Kennst du dich auch richtig aus damit? Also ich habe eine Freundin, die hat heute Geburtstag, die wird Winzerin. Aber das hat jetzt nicht so viel zu heißen. Nein, aber die wüsste es ja wahrscheinlich die sofort. Die wüsste es auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Aber vielleicht hat sie ja mal was erzählt. Ich wäre auch bei B. Ich weiß, dass die bestimmte Bezeichnung unten auf den Flaschenetiketten haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Bubble Code vielleicht irgendwie im Säuregehalt oder dass die Zusammensetzung des Weins, ja, als Qualitätsmerkmal. Okay. Wo also, kommst du her, Tine? Aus Nackenheim am Rhein, in der Nähe von Mainz. Da gibt's ja ein bisschen Wein durchaus, ne? Ja. 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 Also, Tine, wir haben Antwort B dann vorgesehen. Denn dafür hast du dich entschieden. Ja. Weinhändler Karl Görgen kennt das Problem der Weinfälschungen. Weinfälschungen finden in der Regel im Premium-Segment statt. Dort müssen die Weingüter ihr Produkt schützen. Das heißt, fälschungssichere Etikette sind heute ein Muss, um auch den Konsumenten zu schützen, dass er weiß, wenn er 50, 100 oder 200 oder noch mehr Geld für eine Flasche Wein ausgibt, dass er das Produkt hat, was auch tatsächlich vom Weingut kommt. Den Bubble Code kann man sich vorstellen wie ein Fingerabdruck. Er ist individuell und es gibt nur einen Makler. Der Prozess ist relativ einfach. Ich habe einen 13-stelligen Code, den gebe ich mit dem Makler. Dort werde ich sofort mit der Homepage vom Weingut verbunden und bekomme, wenn der Code richtig ist, eine Freischaltung. Dort wird ein kleines Etikettchen gezeigt mit Bubbles drauf. Diese müssen identisch sein mit der Flasche, die ich in der Hand halte. Dann ist die Flasche echt. Glückwunsch zur richtigen Antwort und Grüße und herzlichen Glückwunsch an deine Freundin. Sehr gut. Ich glaube auch, mir ist unklar. So, damit kommen wir bei euch noch 500 dazu. Und wir haben folgenden Zwischenstand. Bernhard und Dietmar Beer haben 2000 Euro erspielt. Elton und Felix von Jaschorow haben 1500 Euro erspielt. Und hier ist unser großes Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Lebensmittel. Was ja im weitesten Sinne Essen und Trinken ist. Pass auf. Pass auf. Hm? Moment. Moment. Mhm. Eine Million. So viel Geld habt ihr gar nicht. Ich habe jetzt eine 16-stellige so, Zahl eingegeben. Beide Teams haben einen Betrag gesetzt. Hier ist unsere heutige Masterfrage. Welche dieser Käsesorten besteht auch dem Namen nach aus Schafsmilch? A. Pecorino, B. Mascarpone oder C. Gorgonzola. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Ah, nee, das ist ja kein Schaf. So, beide haben auch eine Antwort eingetippt. Das ist alles Schafskäse. Das sollte man innerhalb der 20 Sekunden auch erledigt haben, sonst ist man nicht weiter teilnahmeberechtigt am großen Finale. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Dietmar haben gesetzt 1972. Da bleiben 50 Cent.
wenn es nicht stimmt. Und die alles gesetzt haben. Die alles gesetzt haben, genau, natürlich, wenn die alles gesetzt haben. Elton und Felix haben gesetzt. 501. 500. 500, ja, genau. Ja. Er spekuliert auf zwei Fälle. Alles nichts oder. Für welche Antwort habt ihr euch entschieden? Bernhard? Für die richtige Antwort. Ja, für die richtige Antwort. Ja. Bernhard und Dietmar? Antwort A, Elton und Felix. Antwort A. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, außer es ist falsch. Aber wenn sich zwei für dasselbe entscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, schon wieder höher. Ja. Aber wenn es falsch ist, dann hättet ihr gewonnen, Elton. Kriegt ihr keine 50 Cent, sage ich es mal so. Aber dann ist der Verlust auch nicht so aber groß. Der Dietmar, aber der Dietmar ist sich sehr sicher. Ja, wir sind ziemlich sicher, weil die anderen beiden Käsesorten keine Schafskäse. Ach so, ihr habt es gar nicht irgendwie hergeleitet. Ihr habt ja, und nein, schon ein bisschen schon, aber da ich ein weißes Pecorino Sardo, ein Schafskäse. Pecco ist das Schaf. Bitte? Pecco ist das Schaf. In welcher Sprache? In der Sprache, wo dieses Schaf lebt. Ich wollte gerade sagen, es gibt auch die Beantwortung dieser Frage wäre ein Kinderspiel für jeden, der Italienisch spricht. Ja. Die Ziege auf Italienisch. Quatsch, das Schaf meine ich natürlich. Ich habe gerade noch mal über meine Hörner nachgedacht, die waren auch sinnlos. Der Name Pecorino leitet sich ab vom italienischen Wort für Schaf. Und Schaf in Italien heißt Pecora! Antwort aus! €3.972. Dietmar, Glückwunsch. Ja, danke. Ja. Sehr gerne. Ja, dann Glückwunsch. Und schenkt mir einen Moment. Ihr dürft gleich weiterfeiern. Das heißt für jeden von euch €52.26. Hat sich gelohnt. Felix, hat Spaß gemacht. Hast gut gelegen. Ja, wirklich. Ich schreibe mal einen Brief an den Weihnachtsmann. Ja, genau. Ho, 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 ho. Ja. Ich weiß auch, was du dir wünschst. Beim nächsten Mal mit Bernhard spielen? Nein. Auch euch vielen Dank. Danke zu Hause fürs Zuschauen. Danke allen, die in der ARD Quiz-App heute Abend wieder mitgespielt haben. Viel Spaß noch hier im Ersten. Tschüss!